Ein befreundeter Wissenschaftler hat, um den Irrsinn zu verdeutlichen, errechnet, wie viel fossiles CO2 aus Deutschland denn in der Atmosphäre vorhanden ist. Ein fossiles CO2-Molekül aus Deutschland auf 2,2 Millionen Luftmoleküle. Wenn nun die Grünen-Kommunisten und allen Altparteien, manche sind auch nur etwas weniger gebildet, uns erzählen, wenn wir unsere gesamte Wirtschaft zerstören, dem deutschen Volk also die Lebensgrundlage entziehen, um dieses eine fossile Molekül auf 2,2 Millionen Luftmoleküle zu vermeiden. Wir die Welt retten, ist das, wie man an den Zahlen sehen kann, eine dreiste Lüge. Stellen Sie doch eine Zwischenfrage. Es geht um die gezielte Verarmung des deutschen Volkes durch gnadenlose Ausplünderung und Enteignung. Herr Hilsen, erlauben Sie eine Zwischenfrage? Selbstverständlich.